Willkommen im Reich der alternativen Fakten. Peinlich für die britische Regierung, peinlich für die Bundesregierung. Sie können keine konkreten Beweise für die russische Urheberschaft des Anschlags auf den russischen Agenten liefern, die sogenannte Skripal-Affäre. Warum ist das peinlich? Nun, die britische Regierung musste mittlerweile mit ihrem Suppenkasper, dem Außenminister Boris Johnson, sogar einen Tweet wieder löschen lassen, in dem sie behauptet hatten, das britische Militärlabor hätte Beweise für die russische Täterschaft gefunden, und der Leiter des Militärlabors hat das aber später dementiert. Das zeigt, es ist gut, wenn wir heutzutage auch unsere Medienberichterstattung selber sehr kritisch betrachten. Es reicht mal unter Google zum Beispiel Economist und Putin oder Economist und Russia einzugeben, um zu sehen, auch mit welcher Bildsprache dort gearbeitet wird. Man kommt sich vor, wie als wäre man in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Egal, wie man zu Putin oder zu Russland steht, es gäbe genug zu tun. Zum Beispiel das schmutzige Geld der Oligarchen, das in der City of London geparkt wird. Warum geht man da nicht dran? Und auch ein alter Satz von Helmut Schmidt, der stimmt: Die größte Gefahr für den Weltfrieden geht derzeit von den Vereinigten Staaten aus. Dazu reicht es, sich mal eine Weltkarte zu nehmen und einzuzeichnen, wo überall die Vereinigten Staaten ihre Militärbasen haben. Deswegen bleibt die Linke dabei. Wir brauchen unabhängige internationale Untersuchungen, die derzeit von der britischen Regierung blockiert werden, und auch die Bundesregierung unterstützt die britische Regierung darin. Die Bundesregierung muss jetzt von der britischen Regierung verlangen, dass sie die Fakten auf den Tisch legen und diese unabhängigen Untersuchungen nicht weiter blockieren, bevor wir in einen neuen Kalten Krieg schlittern.